Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Sparrow 2 Gateway to Glimmer. Wir waren letztes Mal im Ozeanring stehen geblieben, da haben wir die versucht, Challenge zu machen, haben es aber nicht geschafft, weil wir komplett boostet sind. Das war die Challenge mit Hunter, richtig? Entschuldigung. Okay. Da war sie. I remember you. Bitch. Hältst dich jetzt wohl für ziemlich gut. Mit dem Maul. Let's do this, bitch. Ich habe jetzt schon die Reihenfolge vergessen. Ich weiß, dass es jetzt hier so eine knappe Kurve war. Okay, direkt hier unten. Und mehr kann ich mich nicht erinnern. Eigentlich schon wieder. Och. Unlucky. Ja, ich muss auch wieder erstmal ins Spiel wieder reinfinden. Was passiert eigentlich, wenn man zu schnell ist? Nein, was? Ja, come on, als ob ich da hängen geblieben bin. Vor allem, wie es aussieht. Man klebt einfach oben an der Decke, wenn man gegenfliegt. When the fuck? Mit der Physik? Wenn erstmal oben an der Decke kleben bleibt. Wieso hast du eigentlich überhaupt so viele Kurven? Beim so scharfe Kurven. So scharf wie ich es bin. Ab. Jetzt mal ein bisschen Abstand halten. Und ich bin schon wieder daneben. Okay. Der ist halt ziemlich schwierig, dieser eine. Holy fuck. Ich glaube, das ist auch das Schwerste, habe ich das Gefühl. Weil die anderen mache ich einfach mit Leichtigkeit. Ja. Aber für den brauche ich halt echt lange. Mit tausenden Versuche. Ich hab den bekommen! Ah, genatzt. Da wollte er mich baiten. Aber mich kann man nicht baiten. Kipo. Ja? Noch einer und es ist der Easy. Gut gemacht, Spyro. Das war ein super Flug. Danke. War's das auch? Puh. Easy. Beenden. 100% Bitches, oder? Ich hoffe. Alter, wie, da ist noch irgendetwas. Und die sagt mir das immer nur. Na okay, wir werden bestimmt wieder teleportiert. Ja. Hey, ich bin ein Bitch. Okay.
Ja, wir haben Ozean rings 100%. Nice. Okay. Jetzt bedeutet, wir haben die Welt hier fertig. Das bedeutet ab zum Crashskerker. Oder so. Crash. Crash Bandicoot. Bevor du ins Hochverlies gehst, Spyro, willst du bestimmt wissen, wie Ripto und seine Monster nach Avala gekommen sind. Letzte Woche arbeitete der Professor nämlich in der Wintertundra an einer neuen Supertortechnik. So, die letzte Kugel ist an ihrem Platz. Mal sehen. Wir brauchen nur einige Koordinaten. Wie wär's mit 22475? Es ist mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Runter von mir, runter von mir, ihr Taugenichts! Warum kann nicht einer von euch? Wo sind wir? Zurück und pack meine Taschen. Wir ziehen um. Begrüßt euren neuen König. Professor, machen Sie es zu. Schnell. Oh Gott, ich kann nicht sehen. Ich glaube, ich habe meine Brille zerbrochen. Crash, geh durch das Tor, du Idiot. Sag deinen Freunden, dass sie die Kugeln in Avala verstreuen sollen. Schnell. Nein. Schluck. Crash, holt die Kugeln jetzt! Ah, du widerliche kleine Kreatur, ich bringe dich um! Das sind schlechte Nachrichten für Avala. Jäger, warum hast du ihn nicht verfolgt? Ich hätte ihn ja gern verfolgt, aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, könnten wir einen Drachen fangen, um uns zu helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser geeignet ist, solche Kreaturen abzufangen. Vielleicht Glimmer. Gute Idee, wir sollten sofort gehen. Aha. Logisch. Na, du dickes Mistvieh. Oh, wow. Wow, der Touch Skills. Ja. Wanna fight me? Can't fight me. Ah. Oh, okay, that's so easy. Wow. Scheiße. Wow. Ja, war der Leben weg. Okay, was macht er jetzt? Okay, das wird anstrengend. Nein, der spät ist zwei Feuerwelle. Bastard. Okay. Nein! Ach, wieso bin ich so dumm? Das hat geklappt. Alles Bugs. Natürlich geht er erstmal auf den Feuerball, weil es ja. Okay, jetzt jagt er mir hinterher, also. Oh, naja. Das hat so geklappt. Okay. Ich. Oder so. Mich immer trifft. Und Feuerball Junge. So ein Feuerball Junge. Oh, getroffen. Liegt dann irgendwann automatisch so? Ja, gut.
Easy. Bis auch die paar Tollenzen. Ich möchte die Dinge genau. Nein, Crash! Du konntest vielleicht diesen Tölpel schlagen, aber Schluck wird dir mehr als ebenbürtig sein. Dann mal los, Kleiner. Und das denkst du Scheiße? Schluck, komm sofort her! Mach ihn alle und sorg dafür, dass es weh tut. Was? Das Dach? Schluck, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! Was für ein Waschlappen? True Story. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass ein Buch dafür ausreicht. Im Herbstwald? Waren die nicht aber gerade im Sommerwald? Dieser Ripto hat genug Schaden angerichtet. Der hat mich ein Vermögen gekostet. Wenn Spyro nicht wäre, wäre ich pleite. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm mal die Meinung sagen. Und nicht nur das. An der Universität war ich Boxmeister im Bantamgewicht und kenne immer noch einige Haken. Nimm das und das. Boom. Aber du. Genau das habe ich auch gemacht. Hallo? Ja, speicherst du? Schön. Ja, schön, wie du speicherst. Oh mein Gott. Wie kommen wir zurück? Gibt es überhaupt einen Weg zurückzukommen? Egal, erstmal alles sammeln, was zusammen geht. Living in a city, you know, you have to survive. And gonna keep your code alive. Ja, bitch, keep your code alive. Geht sie zurück zum Sommerwald? Nee. Yo, bitch, was willst du? Gut gemacht, Spyro. Die Macht deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Alles klar. Egal was mache, ich hab's gut gemacht. Die Legende sagt, dass es hier ein Tor nach Zephyr gibt. Und weiterhin sagt sie, dass ich weiß, wie man es aktiviert. Außerdem erwähnt die Legende ein kleines Entgelt für mich für das Aktivieren, wenn ich mich recht erinnere. Wie unnatürlich, Lolo. Danke für die Edelsteine, Spyro. Mit dem ganzen Geld kann ich einen Echsenburger-Laden in der Skellos-Einöde eröffnen. Alles klar. Dann verdienst du ja noch mehr Geld. Außer von deinen Schummeleien, Bastard. Wizards Bug zeigt sich das Ganze nicht eingesammelt. Ach, jetzt sammelst du auf einmal ein. Alles klar. Alles klar, Sparks. So. Windhafen. Klingt auf jeden Fall gar nicht so gut. Klingt eher nervig. Lass mich raten, hier, da kann ich jetzt klettern lernen. Oh, da geht's nur mal. Okay, erstmal klettern lernen. Ich wette mal, ein reicher Drache wie du würde gern ein paar Edelsteine abdrücken, um klettern zu lernen. Ich wäre bereit, es dir beizubringen. Für, sagen wir, ein bescheidenes Entgelt. Du wirst es nicht bereuen.
Okay, wenn du eine Mauer siehst, die besteigbar aussieht, wie die zu meiner Linken hier, spring darauf. Du kannst dich mit deinen Klauen halten. Benutze die Richtungstasten, um dich hoch und runter zu bewegen. Und drück X, um runter zu springen. Du kannst auch seitlich auf eine andere Kletterfläche springen. Alles klar, die. Aber rein theoretisch hätte er es auch so machen können. Ich meine, das ist halt einfach nur... Nein! Okay, ich gehe einfach in den Sommerwald. Und tschüss. Alter, perfekte Landung. Holy shit, bin ich gut. Sommerwald. Dort, wo alles begann. Automatikspeicherung. Weil du scheiße bist. Und speichern musst. Du Bastard. Herpesfeld. Wenn der Herpesfeld, tut mir leid. Okay, wo war jetzt das Level? Okay, Handbuch. Welche Levels brauchen wir noch? Klimmer und Sonnenstrand. Und dann noch die Main World. Gut. Gut. Gut, gut. Gut. Da ist Klimmer. Mit gerolltem R. Wie Ranzwurst oder Hallo Jalapeno oder so. Ja, ist ein bisschen laut, aber ist mir komplett scheißegal, weil ich muss genug Gegner töten. Und damit dann das die restlichen Niedersteine holen. Dum, 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 dum. Nee, 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 Bitch. Bitch. Bitch, ich hab nen Babywagen. Was ist eigentlich so? Ach ja, okay, die 4 macht also einen Schatten bis nach da unten. Durch den Wohnen hindurch. Ja, nee, ist klar. Wie viel brauchst du eigentlich? Ich weiß, dass ich da hochklettern kann. Oh, cool, nice. Schon geschafft. Klasse! Du hast den Superflug-Powerpunkt aktiviert. Jetzt kannst du die Edelsteinlampen in dieser Höhle anzünden. Edelsteinlampen mit Feuerstoß anzünden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Danke, dass du mir beim Anzünden der Lampen geholfen hast, Spyro. Kein Ding, Pro. Ich dachte schon, dass wir das Baseballspiel absagen müssten. Hier, jemand hat eine Kugel unter die Bälle gemischt. Thanks, Pro. Und ich war jetzt auch schon wieder essbar. Die fucking Feen. Immer die mich zappen müssen. Ich hab aber keins. Ach nee, ich hab keinen Fernseher. Wie wollen sie mich denn zappen? Außer durch Zips-RP. Oder wie Zapp von Pizmeat. Schon schaff ich noch, oder? Nee. Bitch. Alles klar. Ich hab gedacht, es wäre irgendwas Besonderes, aber nee. Warum etwas Besonderes machen? Wenn man auch einfach irgendein Bullshit machen kann.
Oh Gott, dass ich das geschafft habe. Und warum ging es auf einmal so schnell runter? Explosion. Komm schon, letzter Edelstein. Nee, es fehlt mir noch. Wie viel nur noch? 14. Okay, wo sollen die letzten sein? Nein, du Bitch. Da unten liegen auch noch welche. Was? Und was hast du zu sagen? Der Superflug Powerpunkt ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen wieder anzünden. Zünde schnell alle Lampen an und dann geht die große Edelsteinlampe an. Der Powerpunkt gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Lol, wie hab ich das gemacht? Ha, hier spritzt es auch überall hin. Danke, dass du mir beim Anzünden der Lampen geholfen hast, Spyro. Eine Elfe hat mir diese Kugel gegeben. Doch Edelsteine sind mir lieber. Nimm du sie. Kein Ding, Pro. Kein Ding. So, das mache ich gerne. Solange du mir eine Kugel gibst, ja. Also ruf an, falls du irgendwelche Probleme hast. Damit sie lösen kann. Aber nur, wenn du eine Kugel hast, ja. Ohne Kugel nix, ja. Gib mir Kugel und du kriegst was. Andernfalls kriegst du nur eine Schelle. Bro. Ah. Nuts. Bam, Junge. Bam, Junge. Boah, Alter, schmeckt die Luft. Boah. Oh, hier ist eine Kugel. Yay. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Fragezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Hashtag die freie Frage feischen. Frau von heute. Wasch mich mal, ich weiß nicht. Ah, nicht bekommen. Hallo. Yes. Jetzt sehr logisch. Mir fehlt hier noch eine Kugel. Okay, wo ist sie hin? Die letzte verbleibende Kugel. 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 Ich glaube, ich weiß wie. Jetzt von hier aus darüber fliegen, richtig? Ich bin. Und wie komme ich jetzt alles zurück nach Hause? Zurück nach Hause, vor allem. Da. Aber erstmal will ich Crashs Kerker ohne Treffer zu schaffen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Bestimmt nicht, weil ich kacke bin. Aber naja. Könntest du mal hoffen, ne? Wow. Ab.
Hab. 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 Ich bin echt scheiße. Holy shit. Ich bin auf einen Controller abgerutscht. Jetzt werden alle rot. Scheiße. Scheiße. Nein. Ist das ein Treffer? Ich weiß nicht. Ey. Na toll, fick dich. Oh, das hat getroffen. Nice. Wie auch immer das getroffen hat, ich weiß nicht. Ich hätte ihn jetzt nochmal treffen können. Nein, ich retardet. Retardet Hafer. Yes. Okay, jetzt werden die gemischt. Okay, jetzt rennt er mir hinterher. Immer schon Außenseite. Nein. Oh Gott. Jetzt rennt er so ein Feuerball, Junge. Eins, zwei, drei. Ich möchte ihn ohne Treffer hinkriegen. Bis zum letzten Versuch habe ich das geschafft. Bis zum letzten Leben habe ich es geschafft. Hopp. Yes. Ja, das kein Damage macht. Wunderlich. So. Ab. Ab. Jawohl. Ja, jetzt kommt die Feuerball, Junge. Scheiße Feuerbälle. Mal gesagt. Mach nur den Feuerball, Junge, Mann. Nein, schade. So ein großer Feuerball, Junge. Yes. Hätte ich ihn nochmal treffen können? Ich Idiot. Scheiße. Na gut. Yes. Okay, jetzt werden die gemischt. Scheiße, ich bin... Wow, was war das? Wieso hat er mich getroffen? Alter Maul. Ja, solange ich das nicht machen muss, ist scheißegal. Ich hasse Feuerbälle. Die machen für mich keinen Sinn. So wie Annie. Ich hatte schon wieder einen Huhn geworfen. Am Arsch der Welt. Wo niemand sein möchte. Nein, ich würde damit sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns nächstes Mal in Herbstfeld wieder. Bis dann und ciao.